Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's in der Karriere mit den Meisterschaften. Ich habe zwischen den Folgen noch ein anderes Auto gekauft, die Kilby RS, wie man hier im Hintergrund sieht. Und mit der können wir hier bei den Challengers noch eine weitere Herausforderung bestehen. Angriff der Killer Bee. Ein einsamer Sonderling fordert dich zu einem feurigen Duell im Morgengrauen. Schlag ihn mit deinem Killer Bee und du kannst sein Killer Bee erhalten. Okay, dann machen wir doch das mal. Sie gibt mindestens 20 Metern Vorsprung. Let's go. Vielleicht bin ich ein bisschen aus dem Game raus, da ich es länger nicht mehr gespielt habe. Aber es sollte eigentlich trotzdem alles gut gehen. Schätze ich mal. Das Auto ist auch ein bisschen getuned. Von daher. Oh shit! Fuck! Junge! So. Erstmal rauscrashen. Wir haben 6 Runden vor uns. Und die Strecke ist nicht gerade einfach, finde ich. Die Killer Bee ist ein bisschen aggressiv auf dem Vorderreifen. Also auf der Vorderachse, besser gesagt. Deshalb kann man sich vielleicht auch schnell mal drehen. Das hat jetzt Zeit gekostet. Shit. Ganz schlecht genommen die Kurve. Come on! Auf der Geraden kann ich viel Zeit gut machen. Metern Vorsprung ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber wir könnten als Erster hier rausgehen, wenn ich nicht allzu viel verkacke wie das. Also die Kurve da ist ziemlich hart, finde ich. Die kann man nicht schnell nehmen. Fuck, 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 fuck. Ich darf nicht zu viel riskieren. Sonst wird das gar nichts mehr. Uff.
fuck. No. Nicht jetzt. Bitte, 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 bitte. No, 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 no. Ach, komm schon. Das war mies. Miese Sache. In der letzten Runde. Okay, da hat er sich schon mal ins Ausgespielt. Und das steuert halt ziemlich die Killer Bee. Muss man vielleicht mit den Bremsen was ändern, damit die mehr vorne in die Eisen geht. Curbs sind da ziemlich mies in dieser Kurve. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Nicht gut. Drei Runden sind halt auch ziemlich... sechs Runden, sorry, sind halt ziemlich viel. Go, 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 go. Sorry, dass ich gerade ein bisschen leiser bin. Ich versuche mich da zu konzentrieren. Damit ich das Rennen nicht noch ein drittes Mal machen muss. Und auch ein bisschen Abstand zu erhalten. Um mir da ein bisschen Sicherheit zu geben. Das sind bloß 2 Sekunden, die ich da Vorsprung habe. Und das ist nicht viel. Go, 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 go. Sieht schon ein bisschen besser aus dem Abstand. Aber der kann das schnell wieder rausholen. Weil ich muss bloß einen kleinen Fehler machen, wie das hier. Und dann ist er schnell wieder hinten dran. Diese Kurve komme ich immer ziemlich weit raus. Und da verliere ich ziemlich viel Zeit. Aber es sieht jetzt gut aus. Ja, keinen Fehler mehr machen. Das ist das Ziel. Perfekt. Erreichte Position 1. Tagesziel auch erreicht. Das heißt, ihr bekommt sein Auto. Nice. 100 Punkte von 100. Sehr gut. Dann gibt es ja hier nur noch dieses eine Rennen hier. Oder Challenge, besser gesagt. Aber da brauchen wir Max B. Auto, einen Amerikaner. Und da habe ich zu wenig Geld dafür.
Deswegen gehen wir jetzt wieder zu den Pro Internationals. Da waren wir ja das letzte Mal dran. Und ja, Demolition Racing. VA Thunder. Kein Ersatz für V8 Motoren. Erwarten Sie knurrende Motoren, zerbrochenen Stahl und viele harte Crashes. In dieser Demolition Rennserie für die gemeinsten amerikanischen Autos und noch gemeineren Fahrern. Nicht zugelassen, zugelassen, zugelassen. Die Limo hat eine schnellere Beschleunigung und auch mehr Höchstgeschwindigkeit. Okay, why not? Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung lasse mindestens 3 Gegner rausdrehen. Big Valley Speedway. Okay, der Sarg ist ziemlich nervig, da sieht man gar nichts. Massencrash. Junge, Junge, Junge. Come on, wir müssen da rankommen an die ersten. Ja, Kurven kann die Limo nicht gut nehmen, weil sie dafür ziemlich schwer ist und lang halt. Ich habe schon die Ziele vergessen, die wir machen müssen. Da haben wir noch einen rausgedreht. Okay, dritte Position mit einer Limo, ganz okay, finde ich. Bald Level 34. Wenn das Rennen auf Position 1, crashen mindestens 3 Gegner. Holy shit. Oh shit, das wird mies. Da noch nach vorne zu kommen, das wird schwierig. Da liegen schon die ersten Leichen. Einfach rein, einfach rein. Aber einen müssen wir rauscrashen irgendwie noch. Rausdrehen ist zwar auch gut, das gibt XP, aber
Es ist halt nicht raus crashen. Sechs Runden, 12. von 24. Nicht so gut. Come on. Letzte Runde. Den habe ich's gezeigt. Der ist auch weg. Junge, Junge, Junge. Position 9. Naja. Wie die Limo aussieht. Der Sarg behindert ziemlich die Sicht, aber ist ja egal. Fahre die beste Runde, verursache mindestens 1000 Schaden. Die beste Runde wird wahrscheinlich schwierig, aber 1000 Schaden sollte ich, glaube ich, hinkommen. Okay, Figure 8. Ja, mal schauen. Holy moly, den hat's weggenatzt. Tausend Schaden erreicht. Beste Runde, glaube ich, nicht, dass ich das schaffen werde mit der Limo. Weil die einfach zu groß ist. Deswegen gehe ich da lieber noch ein bisschen auf Schaden, um mehr Points zu kriegen. Geht das ab hier. Und da kommt noch so ein Wehen. No, den wollte ich mitnehmen. Come on. Vierte Runde von 6. Knappes Ding. Beste Runde 28,51. Weg mit dem. Okay, noch 17 HP. Sollte ich hoffentlich noch überleben. Wenn da niemand von rechts kommt. Tuhu, ich hab's gehört. Okay, beste Runde ist meine Zeit. Vielleicht, ja doch, beide. Ziele. Wenn ich das noch überlebe. Ich bin Siebter. Ich glaube, das war knapp. Siebter. Okay, leider doch nicht beste Runde. Ein Tagesziel erreicht. Ja, okay.
Besser als gar nichts. Bin das Rennen auf Position 1, zerstöre mindestens einen Gegner. Okay, das ist das. Big Valley Speedway, äußeres Oval, Schleife. Wo man am Ende wieder dreht. Das heißt, entweder wenn man vorne ist oder weit hinten kommen einem viele Leute entgegen. Da gab es einen großen Crash und jetzt ist schon alles aufgesplittet. Shit. Das war nicht so wie geplant. Weil ein Gegner muss ich ja zerstören, mindestens. Aber dafür müssen die anderen sich alle erstmal auch crashen, damit ich mir einen aussuchen kann, der wenig HP hat. Okay, erster Platz, da sage ich nicht nein. Okay, Ziel erreicht. Ein Gegner zerstört. Dann heißt das, ich muss jetzt bloß Erster bleiben. Und das noch 4 Runden lang. Wo sich die Leute hier alle mega abcrashen. Oh, zum Beispiel der! Holy smokes! No! Jetzt mich zweiter. Und der erste hat sich weggeknickt. Boah, wie die fahren. Rausgecrashed. Zweite ist direkt hinter mir, oder? Ne, 22 Sekunden. Wer ist denn hinter mir? Ist das der letzte? Könnte möglich sein. Lass mich durch! Ja, das ist das Problem. Hier gibt es viele Leichen auf einmal. Shit, fast ein Motor zerstört. 16 Sekunden. Ist der zweite hinter mir. Das tat weh. Nee, ich wollte ausweichen! Fuck! Nice, er trifft. Noch 2 Runden. Und jetzt muss man aufpassen hier. Diesen Leichen, die überall rumliegen. So viele fahren gar nicht mehr. Die meisten sind einfach tot. Das sieht sehr gut aus von vorne, muss ich sagen.
Oh! Nicht gut, 10 HP noch und eine Runde und ich bin immer noch Erster. Das heißt, ich muss gleich sehr vorsichtig fahren. In der Hoffnung, dass mich da niemand trifft. Letzte Runde. Bitte, 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 bitte. Lieber ein bisschen Sound des Gas. Und hoffen. Und dann hätte ich wenigstens diese Runde hier abgeschlossen mit allen Punkten. Jetzt nur noch durchs Ziel kommen. Gut. Ja, das ist egal. Erster Platz. Das heißt, beide Tagesziele erreicht. Sehr gut. Und Level 34. Abgeschlossen. Endposition 1. Bonusziele 3 von 8. 240 von 400. Ja, und somit würde ich sagen, war's das für die heutige Folge von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.